Hi, ich melde mich zurück mit einem neuen Video. Für die, die mich noch nicht kennen, hier findet ihr meinen Instagram-Account. Unter meinen letzten Videos kamen oft Wünsche, wie zum Beispiel ein Video über ein paar Workouts oder generell über mein Training. Über meine Ernährung auch haben mich viele gefragt. Ich dachte mir, ich mache erstmal ein Video mit ein paar Motivationstipps überhaupt regelmäßig zu trainieren. Ein paar davon benutze ich auch, die helfen mir unglaublich gut, meinen Plan durchzuziehen. Was als allererstes natürlich das Wichtigste ist, dass ihr euch eine Sportart sucht, die euch Spaß macht. Was bringt es, wenn ihr euch irgendwo immer hinquält, wo ihr überhaupt keinen Bock drauf habt, ne? Ich habe bis vor 2 Jahren Fußball gespielt und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und mit Schule habe ich das eigentlich immer alles super kombiniert bekommen. Nur jetzt durch die Arbeit, lange Arbeitszeiten, schaffe ich es halt gar nicht mehr. Und habe das dann aufgehört, bin dann eher mehr so in Richtung Fitnessstudio, also ins Krafttraining. Oder halt auch Training zu Hause, Joggen mache ich auch. Weil ich das einfach super integrieren kann. Also egal wie lange ich arbeite, ich kann es vorher machen oder nachher oder keine Ahnung, am Wochenende schauen, wie es reinpasst. Ich muss zugeben, im Winter muss man sich da mal ein bisschen aufraffen. Ich finde es vor allen Dingen immer so blöd, alleine zu joggen im Dunkeln. Keine Ahnung, ich bin da glaube ich so ein kleiner Schisser. Aber ich nehme es mir weiterhin vor, auch im Winter da fit zu bleiben. Vor allen Dingen stärkt das unglaublich das Immunsystem und man fühlt sich halt einfach immer besser, auch wenn man durch die Kälte läuft, danach ins Warme, finde ich einfach super. Wir alle haben diese Tage, an denen wir uns echt überwinden müssen. Also ihr kennt das, den inneren Schweinehund, ne? Überwinden. Man denkt dann, ah nee, ich muss noch das machen und schiebt das nachher immer weiter raus. Sucht euch einfach einen Sportpartner, mit dem ihr abmacht, komm, wir gehen zusammen trainieren. Dann passiert das auch nicht. Wenn ihr euch dann verabredet, dann könnt ihr nicht anders als mitgehen. Noch ein Motivationstipp, tragt euch die Tage ein, an denen ihr trainieren gehen wollt. Also macht euch ein Häkchen im Kalender. Ich mache das immer so, am Wochenende schaue ich mir meinen Arbeitsplan an, gucke, wie viel Zeit, wann habe ich Zeit in der Woche und trage mir das in meinen Kalender ein, zum Beispiel montags, mittwochs und freitags. Und ja, und hake das dann auch immer schön ab. Wenn ich es gemacht habe, dann merke ich so, ich bin total durchgeplant. Nein, also ich bin nicht komplett durchgeplant, nur ich schreibe es mir halt gerne auf, was ich erledigt habe und was ich erledigen muss und so. Ich habe ja eben gesagt, es muss in den Alltag passen, also dass es quasi für euch irgendwann Routine wird, wie zum Beispiel, wenn ihr früher Klavierstunden hattet oder so. Das war dann immer montags, hattet ihr immer Klavier. So, und dass ihr das irgendwie so als Alltag-Routine mit reinbringt. Zum Beispiel, wenn ich nicht 4-mal die Woche Sport mache, dann fehlt mir was. Und es ist halt schon irgendwie so in meiner Routine drin. Sport gehört bei mir einfach dazu und dadurch, dass ich das jetzt schon so lange immer regelmäßig mache, so 3 bis 4 Mal die Woche auf jeden Fall, ist es halt irgendwie jetzt so drin. Noch ein Tipp, oder genau, für die, die sagen, sie wissen auch manchmal nicht, ob sie es jetzt an dem Tag schaffen oder nicht. So Tage habe ich auch, wenn ich zum Beispiel bis 7 Uhr arbeite und dann echt am Arsch bin. Ich habe meine Tasche trotzdem immer gepackt und dabei, also immer meine Sportsachen in meinem Rucksack und wenn ich arbeiten bin mit dem Auto, dann ist die auch immer hinten im Kofferraum und dann überlege ich halt spontan, ob ich es noch schaffe oder nicht. Setzt euch Ziele, setzt euch aber eure eigenen Ziele, vergleicht euch dann nicht mit anderen, sagt nicht so, ich will aussehen wie die oder wie der, sondern setzt eure eigenen Ziele. Ich würde auch vorschlagen, setzt euch nicht Ziele wie Gewichtsabnahme und sowas, sondern eher wenn ihr joggen geht mit dem Joggen, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr erst immer nur 5 Kilometer lauft, euch als nächstes Ziel setzen, boah, das nächste Mal schaffe ich 6,5 Kilometer und für in 2 Wochen nehme ich mir die 8 Kilometer vor, dass ihr euch da einfach steigert oder halt beim Training, dass ihr mehr Gewicht nehmt, dass ihr sagt, boah, ich nehme jetzt die Übung vor, bei mir sind es zum Beispiel die Klimmzüge, dass ich das mal hinkriege. Kann ich noch nicht, aber das ist so ein Ziel, was ich bis Ende des Jahres hinkriegen will. Setzt euch realistische Ziele. Wenn ihr jetzt euch Ziele nehmt, abzunehmen, das ist so ein spezielles Thema, finde ich. Da sollte ich vielleicht nochmal ein Video drüber drehen, weil es ist wichtig, dass ihr euch nicht immer auf die Waage stellt. Muskeln sind schwerer als Fett. Das ist halt auch die Sache, die, glaube ich, viele noch gar nicht so realisieren. Man baut natürlich Muskeln auf und dadurch verändert sich nichts auf der Waage.
Was natürlich auch das Problem ist, wenn man abnehmen möchte. Viele denken dann, sie müssen weniger essen. Ist auch nicht gut, weil ihr Muskeln abbaut dadurch, wenn ihr hungert oder keine Ahnung was. Also da will ich auf jeden Fall aufpassen. Ich versuche auch mal noch ein Video drüber zu drehen. Ihr solltet eurem Körper alle Nährstoffe geben. Ihr solltet nicht auf zu vieles verzichten. Klar, darauf achten, dass ihr gesunde Sachen esst. Und nicht beim nächsten Dönerbude, beim Meckes und keine Ahnung wo. Also das ist natürlich schon wichtig. Da mache ich nochmal ein Video zu. Notiert euch eure Ergebnisse, wie ich eben meinte, wenn ihr zum Beispiel erst immer nur 5 Kilometer lauft und dann habt ihr es in 2-3 Wochen geschafft, 7 Kilometer zu laufen. Tragt euch das in den Kalender ein, so yeah, ich habe es geschafft. Und vielleicht fangt ihr auch an, ein Tagebuch über euer Training oder über euer Fitness zu schreiben, dass wenn ihr mal so einen Down habt, dass ihr nachgucken könnt, boah, ey, in der Woche war ich so gut oder letzten Monat habe ich so viel geschafft, ich habe eine neue Übung hinbekommen, ich habe so und so viele Kilometer geschafft zu laufen, keine Ahnung, wo ihr einfach eure eigenen Ergebnisse hinschreibt, wo ihr einfach euch selber nochmal so ein bisschen motiviert und zeigt so, hey, das habe ich schon geschafft. Was ich persönlich noch ganz wichtig finde, belohnt euch. Wenn ihr jetzt so strikt auch ernährungsmäßig dran seid, ihr kennt ja alle diesen Cheat Day, macht das. Wenn ihr ein Ziel erreicht habt, geht mit eurem Freund oder mit eurer Freundin mit den Mädels raus, was essen oder was trinken. Seid nicht zu streng mit euch. Was ich persönlich auch immer super finde, ist eine Motivationsplaylist. Also ich habe auch eine Trainingsliste bei mir, also Workoutliste in meinem Handy gespeichert, wo ich wirklich Lieder drauf habe, die mich motivieren. Das geht von Bushido zu, keine Ahnung, irgendein krasse Techno. Nee, Techno höre ich nicht, aber bei mir ist das echt breit gefächert, weil es gibt manche Lieder, die motivieren mich einfach und die schreibe ich direkt auf und lade mir die runter oder hier bei, ich höre mal bei Spotify, Charts, keine Ahnung, einfach das, wo ich so denke, boah, da habe ich richtig Bock. Ich habe sogar letztens von Avril Lavigne Girlfriend gehört, keine Ahnung, das ist ja auch schon mega alt, aber ich hatte irgendwie so voll den Flow und hatte voll Bock, das zu hören und dann habe ich das halt beim Workout gehört. Wenn ich mir so denke, was manche, wenn manche meine Musik hören würden oder wenn ich dann da so richtigen Deutschrap höre. Also manchmal fühlt man sich dann schon Gangster. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you. Gonna give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I got. So Leute, das war mein Video für heute und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und ihr könnt den einen oder anderen Tipp benutzen. Ich freue mich, wenn ihr mir davon berichtet, wie es so läuft. Und ja, lasst einen Daumen da, abonniert mich, um weitere Videos von mir zu sehen. Und bis dann, ciao!